Ein ganz normales Wochenende im Shithole-Country Europas, vormals Deutschland, nun Bundland oder Burkaland genannt. Ich zitiere die Zeitungsmeldungen. Neues Detail zum Messerangreifer von Münster. Der Täter klagte gegen die Ausweisung. 75 Messerstiche gegen Luise. Täterinnen erkundigten sich wegen der Strafunmündigkeit. Der psychisch Verwirrte, der in Köln Amok gefahren ist, kommt aus Ghana. 14-Jährige in Gelsenkirchen vergewaltigt. 23-Jährige in Tübingen abgestochen. Axtattacke im Zug in Brandenburg, 17-Jährige schwer verletzt. Streit in Neukölln, 18-Jähriger schießt 17-Jährigen mit Schreckschusspistole in den Kopf. Schießerei im Wohngebiet, 2 Tote in Hamburg. Ein Land dezimiert sich eben, nicht nur geistig, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, sondern auch physisch. Woche für Woche, Tag für Tag. Gleichen Deutschlands Großstädte einem Kriegsgebiet, in dem wahlweise psychisch Verwirrte, jugendliche Killerinnen, Clanmitglieder, Suchtmittelgeschwächte, Frauenversteherinnen, Facharbeiter und sonstiges Gesocks aller Herren Länder für Gewalt und Tod sorgen. 5.628.000 Straftaten wurden allein im Jahr 2022 in Deutschland verübt. Das ist ein Plus von 11,5%. Die Anzahl der begangenen Delikte liegt um 3,5% höher als vor Corona. Während Corona waren die Terroristen aus der Nachbarschaft, die Messerwerfer, Vergewaltiger und Co. ja auf Homeoffice. 93.000 Kinder wurden als Tatverdächtige geführt. Ein Plus von 35,5%. Von den 2 Millionen Tatverdächtigen gesamt sind knapp die Hälfte, also 783.000 Täter nicht deutscher Staatsbürgerschaft. Also kann man nun tatsächlich straffrei behaupten, dass Deutschland sich einen großen Anteil der Kriminalität importiert. Das ist kein Rassismus, das ist Statistik. Wegen dem Fachkräftemangel war es und weil in Deutschlands Justizvollzugsanstalten so wenige Fachkräfte einsitzen, dachten sich wohl Angela und Olaf. Denn der Anteil der Gewalttäter mit Migrationshintergrund ist im Gegensatz zur gesamten Bevölkerungsentwicklung exorbitant hoch. Da braucht man keine Lupe. Und wie gesagt, so seien 37,5%. Nicht jeder Ausländer ist ein Täter, aber viele Täter sind Ausländer. Sie sind nach Deutschland eingesickert, haben hier keinen Platz und haben auch ihr Recht verwirkt, weiterhin in Deutschland zu sein. Wer nicht spurt, fliegt. Wer das Hausrecht missbraucht, hat keinen Aufenthalt verdient. So rasch könnte man 800.000 Straftaten im Jahr verhindern, wenn man es nur will.